Friedensrichter Trelawney, Dr. Livesey und die anderen Herren, die an unserem Abenteuer teilnahmen, haben mich damit beauftragt, die ganze Geschichte von der Schatzinsel aufzuschreiben, mit allen Einzelheiten und nichts zu verschweigen als nur die Lage der Insel. Und auch das nur, weil dort noch ungehobene Schätze liegen. So ergreife ich dann im Jahre des Heils 1781 die Feder und wandere im Geist zurück bis zu der Zeit, da mein Vater noch Wirt in der Schenke zum Admiral Benbow war. Damals war ich knapp 18, heute bin ich ein reifer Mann. Aber bis heute habe ich jenen Tag nicht vergessen, an dem der fremde Seemann auf der Suche nach Quartier in unser Wirtshaus kam. Soll ich die Kiste reinbringen? Halt's Maul, wenn du nicht gefragt wirst. Was ist denn das für einer? Was weiß ich, ein Fremder. Und woher kommt er? Aus Bristol, glaube ich. Er ist gestern vom Royal George aus der Postkutsche gestiegen und hat sich nach Gasthäusern an der Küste erkundigt. Wünsche, Sir. Ein Glas Rum will ich. Aber einen weißen. Nicht übel. Jamaika, hm? Was Besseres gibt's nicht. Tut gut so was. Hm? Viel Betrieb in eurer Bude? Hm? Leider viel zu wenig. Das Dorf und die Landstraße nach Bristol liegen zu weit weg. Im Winter kommt manchmal tagelang keiner hier raus zu uns. Gib mir noch einen ein. Sagt mal, ist in eurer Grockbude mal so ein Kerl längsseits gekommen? So einer mit einem Holzbein. Dem haben sie auf der aufgehenden Sonne ein mächtiges Ding verblättet. Eine Breitseite hat ihn erwischt in der Bucht von Caracas. Aber ob mit oder ohne Bein, flink wie ein Affe ist er. Ist sowas hier bei euch schon mal an Bord gekommen? Nein, nein. Kann euch leider nicht dienen, Sir. Hey, draußen, komm! So ist die schwer. Der brüllt für drei. Auf der Segelbahn. Wenn man das bisschen Fischerei von ihm. Ah, ich bin kein Heidlackers mehr. Mit mir habt ihr keine Vorstellung. Ein bisschen Rum, Eier und Speck. Oder zur Abwechslung Speck und Eier und Rum. Hauptsache ist Rum. Die Reihenfolge ist mir gleich, aber Rum muss dabei sein. Ja, schaff die Kiste raus. Unser Gast bekommt das Vorderzimmer. Wie dürfen wir euch anreden, wenn die Frage erlaubt ist? Oh, red mich. Hey, was ist denn das da? Ich bitte um Entschuldigung, wenn er euer Missfallen erregen sollte. Das ist mein Sohn. Ach Quatsch, ich meine der Junge. Die Katze da. Katze an Bord, Glück geht fort. Zum Teufel mit dem Biest. Wenn mir das Vieh nochmal über den Weg läuft, schneide ich ihm den Hals ab. Weg damit. Halt sie mir aus dem Kuss. Los, los. Ja, ja. Ihr könnt Captain zu mir sagen. Schlicht und einfach Captain. Also, wenn ich das aufgefressen habe, dann sagst du mir Bescheid. Klar? Alles in allem schienen wir uns da einen merkwürdigen Vogel eingehandelt zu haben, aber sein Kost- und Logiegeld würden wir brauchen können. Es stand nicht eben gut um meines Vaters Einkünfte. Ihre Prägung war mir völlig unbekannt. Auf ihren Wert nicht beeinträchtigte. Soweit ich etwas davon verstand, waren sie aus echtem, schweren Gold. Fünfzehn Mann, es wurden Mannskiste, Jo!
die Buddel voll rum. 15 stinkbesoffen an der krummen, dürren Küste. Jo, und die Buddel. Was grölt denn der da? Was weiß ich. Irgendein Schente. Sie hörten den Teufel in den Klippen. Und legten den Tau von den Messern. Na, was sagst du dazu? Der Kerl treibt uns noch die Gäste aus dem Haus. Den Eindruck habe ich nicht. Jetzt hör mal gut zu, Mark Hawkins. Seine drei Goldstücke, die hat er längst aufgefressen. Aber jedes Mal, wenn ich von ihm Geld verlange, dann glotzt er mich nur dumm an. Der glotzt mich vor mir aus der Stube. Und wie der rumläuft. Zerlumpt und abgerissen wie ein Landstreicher. Ich habe selbst gesehen, wie er oben in seiner Stube mit eigener Hand Flicken auf seinen Rock genäht hat. Nur einmal hat er vom Hausierer was gekauft. Ein paar Strümpfe. Das war aber auch alles. Jim! Jim! Lauf mal rauf! Klopf an seine Tür! Er soll sofort aufhören! Tagsüber trieb er sich meistens mit seinem Messingfernrohr an der Küste herum und hielt Ausschau. Aber wonach, das blieb uns unauffindbar, ebenso gegen wen er sich bewaffnete. Er versuchte zwar, es zu verbergen, aber man sah deutlich genug das Entermesser unter den breiten Schößen seines schäbigen blauen Rockes. Nein, Sir. Hol heißes Wasser aus der Küche und bring ihm seinen Grog rauf. Ja, hört euch das an. Er schiebt wieder seine Seekiste vor die Tür. Warum denn das? Was weiß ich, vielleicht damit ihn keiner holt. Und die Fensterläden macht er auch immer zu, auch am Tag. Ach, das ist doch nur wieder eine von deinen Geschichten, Mark Hawkins. Nee, nee, und abergläubisch ist er. Wie die alte Dora Merton. Katze an Bord, Glück geht fort. Er schreibt keine Menschen. Er bekommt nie Briefe. Aber 10-mal am Tag fragt er mich, ob sich nicht jemand nach ihm erkundigt hat. Außer wenn er einen sitzen hat, spricht er kein Wort. Es gibt nur eins, was ihn interessiert. Die Kiste. Wenn er die an die Leine legen könnte. Ich glaube, er würde spazieren führen wie ein Hund. Wer ist da? Ich, Captain. Ich bringe euren Grog. Ach, du bist es, Jim. Wart mal, ich komm gleich. Komm rein. Stell's darüber. Stell's da irgendwo hin. Na, was hältst du von sowas? Schönes Stück Geld, was? Das ist ein 4-Penny-Stück. Gehört dir. Danke, Sir. Vielen Dank. Gute Nacht. Hör mal zu, Jim. Was würdest du sagen, wenn ich dir jeden Monat so etwas geben würde? An jedem ersten ein 4-Penny-Stück. Das würde mir gut gefallen. Abgemacht. Du brauchst dafür nur die Augen aufzumachen und dein Maul zuzuhalten. Verstanden? Ja, schon, aber ich... Wenn du ihn siehst, weißt du gleich, dass er es ist. Kannst ihn gar nicht verfehlen. So schäbig sieht der Kerl aus. Dem fehlt ein Bein. Backbord hat ein Halsbein. Wenn der hier in der Gegend aufkreuzt, Augen aufmachen, Junge. Aufpassen wie ein Luchs. Und sofort zu mir kommen. Und mir Bescheid sagen. Verstanden?
Guten Tag, Sir. Sir, wenn ihr mir ein Wort erlaubt, wir haben heute schon den dritten. Dasselbe Spiel wiederholte sich ohne Ausnahme jeden Monatsanfang. Freiwillig rückte er seine 4 Penny nicht heraus. Hast du deine 4 Penny. Aber du weißt, Augen gut aufhalten. An der Backbordseite hat der Lumpenhund die Stelze. Dann sagst du mir sofort Bescheid. So verrückt, wie sich unser Gast anstellte, zweifelte ich manchmal daran, dass es diesen Einbeinigen überhaupt gab. Manchmal hielt ich ihn ganz einfach für das Gebilde seiner verschrobenen Fantasie. Aber dann wieder dieses 4-Penny-Stück. Wenn meine Mutter gemeint hatte, er würde unser Gasthaus zugrunde richten, das Gegenteil war richtig. Ruhe an Deck! Haltet eure Schnauzen! Wer seid ihr schon, ihr blöden Kerle? Ihr höllisches, verrottetes Pack! Scheißkerle! Sitzt hier rum und quatscht, wetzt eure Ärsche auf den Bänken einer Kneipe! Während andere draußen der Welt ihre Haut riskieren! Ihr bleichsüchtigen Schwanzwedler! Setzt die Schemel und lacht doch dämlich, ihr triefäugigen Ratten, ihr Saubacke! Und das gefiel den Leuten. Es brachte eine angenehme Abwechslung in ihr ruhiges Landleben. Schon mal was von Tortuga gehört? Wisst ihr, was das ist? Und von den Brüdern der Küste? Nie gehört, was? Wir waren damals Brüder, allesamt Brüder. Und so nannten wir uns auch Brüder der Küste. Und wenn wir ein Schiff kaperten, und wenn wir dann den Leuten an Bord die Hälse abschnitten. Immer nach dem Gesetz und mit schicklichem Anstand. Denn wir haben gewusst, was sich gehört. Richtige Gentlemen waren wir. Wir hatten seiner Majestät huldvollen Kaperbrief in der Tasche. Wir handeln im Auftrag des Königs. Wir waren keine dreckigen Piraten. Wir waren keine Filzleute und Feiglinge wie ihr. Keine schäbigen Leichenflatterer. Aber wenn man ihn so reden hörte, konnte man kaum daran zweifeln, dass er zumindest einen Teil seines Daseins unter wüsten Gesellen, wenn nicht sogar üblen Verbrechern zugebracht haben musste. 15 Mann auf des toten Mahans Kiste. Joho! Hä? Singen wollt ihr auch nicht? Sei zu fein dazu, ein Lied mit mir zu singen, mit einem armen alten Fahrensmann. Na los! Macht's Maul auf! Macht's Maul auf, ihr Hohlköpfe! 15 Mann auf des toten Mannes Kiste, jo, und den Buddel voll rum. 15 Mann an der krummen, dürren Küste, jo, und den Buddel voll rum, und sie hörten den Teufel in Klippen singen. Es war die Zeit, da bei meinem armen Vater jenes Nachlassen der Kräfte einsetzte, das dann sehr bald zu seinem Tode führen sollte. Dr. Livesey hatte an diesem Abend nach ihm gesehen. Er wollte jetzt gehen. Er war der Einzige, der das Lied noch nicht kannte. Aber es machte offenbar keinen angenehmen Eindruck auf ihn. Kein Schiff, sie nach Hause zu bringen. Guten Tag, Dr. Livesey. Wenn es euch passt, hätte ich euch gern mal... Dann geriet er mit dem Gärtner Taylor in eine Unterhaltung über ein Heilmittel gegen das Reißen, unter dem Taylor litt. Dann lasst ihn ziehen 24 Stunden, macht ihn wieder heiß und reibt die schmerzenden Stellen sorgfältig. Ja. Nochmal heiß machen und damit ein. Ruhe an Deck, ihr beiden da drüben! Schluss mit eurem albernen Quacksalbergeschwätz! Sprecht ihr mit mir, Sir, oder irre ich mich? Na, mit wem denn sonst? Ja, mit euch! Dann hört mal gut zu. Wenn ihr es weiter so treibt mit dem Rum, wird's bald einen Lumpenhund weniger auf der Welt geben. Und ein Schaden wär's kaum, möchte ich meinen. Ich werde euch damit an die Wand nageln. Aufspießen werde ich euch, aufspießen wie eine Wanze. Wenn ihr das Messer nicht auf der Stelle wieder wegsteckt, dann werdet ihr beim nächsten Gerichtstag baumeln.
Darauf habt ihr mein Wort. Und noch ein Wort. Jetzt, wo ich euch kenne, werde ich dafür sorgen, dass man euch im Auge behält. Ihr habt ganz... Merkt euch das, mein Herr. Das hat er lang verdient. Es soll, wie man so hört, eine Menge Leute geben, besonders junge Leute, die sowas wie den da als echten alten Seebären oder sonst was bewundern. Manche glauben sogar, er wäre von der Art jener Männer, die England zur See so stark und mächtig gemacht haben. Nun, wenn das wirklich so wäre, dann müsste ich allerdings sagen, armes England. Das Ganze ja über nur Steckrüben und Gerstengröße. Meint ihr vielleicht, er kennt fette Baumtauben mit Bananen geschmort, Soße aus Limonensaft? Oder er hat schon mal was von Weiko, Bier und Mabitrank gehört, Ikakusmelonen? Das ist nur ein Teil von dem Speisezettel bei der Siegesfeier, wie wir den Goldtransport bei Rentersme geschnappt haben. Was weiß der von sowas? Überhaupt nichts. Sicherlich wird man verstehen, dass unser plumper und ewig betrunkener Hauspirat mir eher lästig als geheimnisvoll oder gar furchteinflößend vorkam. Ich hatte ihn schon zu oft in diesem Zustand ins Bett schaffen müssen. Kolibris um uns herum und wohin du siehst, überall saftige Früchte. Fallen dir von ganz allein ins Maul, immer eine Mais. Es ist wie im Paradies. Meinst du, der war schon mal im Paradies, der Quacksalber da? Bleib hier. Natürlich, ein Freifahrtschein für einen Galgen hast du immer in der Tasche. Ja, Glück muss man haben. Ich hab Glück gehabt. Schau mal her, mich hat's nur da erwischt. Aber die anderen, du, die anderen. Beine sind sie losgeworden, Augen, Nasen, Ohren, Finger, verstümmelt und vergrübbelt fürs ganze Leben. Wenn du ein paar Pilsiten in der Tasche hast, dann gehst an Land in die Kneipen, in die Bordelle. Und in die Spiele. Mit dem Handumdrehen ist dein sauer verdientes Geld zwischen den Fingern durchgerutscht. Futsch. Glaubst du vielleicht, ich bin reich? Ich muss jetzt runter, ich habe noch eine Menge zu tun. Wenn man sein ganzes Leben lang in der Hängematte geschlafen hat, kommt dir so ein richtiges Bett mit dem Strohsack wie ein Paradies vor. Deck mich gut zu. Weißt du, mein Junge, wenn ich reich wäre, wenn ich irgendwas zu vererben hätte, wär's
der Einzige, wie ich es vererben will. Keiner sonst will das Zeug kriegen, glaub mir. Aber ich habe ja nichts. Nichts vor mir als ein Alter in Armut und Elend. Ein jämmerliches und einsames Dasein. Nicht lange danach kam es zu dem ersten der rätselhaften Ereignisse, die dann nicht mehr aufhören sollten. Der Kapitän war an diesem Morgen früher auf den Beinen als sonst und hatte seinen üblichen Erkundungsmarsch an der Küste entlang bereits angetreten. Mutter war oben bei meinem kranken Vater und ich deckte gerade den Frühstückstisch für die Rückkehr des Kapitäns. Guten Tag, Sir. Was steht zu Als er hereinkam, fiel mir unwillkürlich der Einbeinige ein, vor dem ich den Kapitän warnen sollte. Aber dem da fehlte an der rechten Hand ein Finger. Doch ich konnte mir nicht helfen. Er kam mir sonderbar vor. Man hätte ihn nicht ohne weiteres für einen Seemann gehalten. Und doch war so etwas wie Salzwasserwitterung um ihn. Na, dann gib mir mal einen Rum. Bisschen frisch draußen heute Morgen. Gewiss, Sir. Einen Rum? Komm mal, Junge. Komm her. Hübsch gedeckt, der Tisch da. Das ist doch bestimmt das Frühstück für meinen alten Freund Bill. Genauso wie er es mag. Nur ein paar Blümchen fehlen noch. Das Gedeck ist für einen Herrn, der bei uns wohnt. Ein Kapitän. Na klar doch, der brave Kapitän Bill. Macht sich auch nicht übel, so ein Titel. Ein feiner, höflicher Mann, immer freundlich zu allen. Wenn er nicht gerade stinkbesoffen ist, habe ich recht? Ich weiß nur, dass der Herr sich mit Kapitän anreden lässt. Ja klar doch, ich sag ja gar nichts dagegen. Kapitän Bill, das klingt nach was. Warum nicht Admiral Bill? Das klingt noch besser. Der gute Bill. Sag mal, er hat doch eine Narbe auf dem rechten Handrücken. Hm? Ja. Dann ist es auch der gute, brave Bill. Wo steckt er? Ist er zu Hause? Nein, er ist am Strand. Oh, kann man ihm nicht verdenken. Eine frische Brise Luft in der Lunge macht Appetit. Ein paar Eier, Speck und Rum. Der brave Will. Was wird der sich freuen, wenn er mich sieht? Wie über eine Pulle Rum. Bleib hier, mein Junge. Hier bleiben, habe ich gesagt. Ich sag nicht gern zweimal das Gleiche, merkt ihr das? Rinus, der Kater draußen, die Katze wollte ich reinlassen. Genauso einen wie dich habe ich zu Hause, mein ganzer Stolz, der Junge. Wir verstehen uns prächtig, wir beide. Aber Disziplin ist Disziplin. Und wenn du unter Bill gefahren wärst, wüsstest du auch, was ich meine. Der hätte es dir schon beigebracht. Was hätten wir denn da? Gott segne ihn, die gute, brave Haut. Jetzt werden wir ihn mal ein bisschen überraschen. Sowas macht Spaß, da gibt's was zu lachen. Was der sich freuen wird. Hey, Bill! Na, Bill, wirst doch einen alten Schiffskameraden wiedererkennen. Was machst du hier? Was soll ich machen? Der schwarze Hund besucht seinen alten Schiffskameraden Bill. Im Wirtshaus zum Admiral Benbow. Ha, Bill, bis ich meine Kralle da verloren habe, was haben wir da nicht alles zusammen erlebt? Jetzt können wir mal in aller Ruhe ein Wort miteinander reden. Der nette Junge, der mir gefällt, wird uns ein Glas rumbringen und wir sprechen mal von vergangenen Zeiten. Wie zwei alte Kameraden. Vielleicht gibt's hier irgendwo eine stille Ecke. Und du? An der Türe horchen gibt's nicht, Junge. Frag nicht so blöd. Genau, was ich will. Ich weiß mal nicht.
Ich gab mir alle Mühe, etwas aufzuschnappen, aber es war einfach nichts zu machen. Du lieber Himmel. Schrecklich, dieser Kerl. Und oben liegt dein armer Vater und kann sich nicht rühren. Muss ich mit anhören, wie es in seinem Haus drunter und drüber geht. Da halt mal. Der braucht einen Schnaps. Das ist wahrscheinlich alles, was ihm fehlt. Hier. In der Aufregung überhörten wir, dass Dr. Livesey angeritten kam, der nach meinem Vater sehen wollte. Ah, Dr. Livesey. Er kriegt kaum noch Luft. Aber warte nur seine Wunde. Was soll der haben? Der und eine Wunde. Nicht mal eine Spur von einem Kratzer. Einen Schlaganfall hat der Kerl. Wie ich es ihm vorausgesagt habe. Jim, hol mir eine Schüssel mit Wasser. Und ihr, Mrs. Hawkins, geht jetzt rauf zu eurem Mann und erzählt ihm irgendeine Geschichte. Nur keine aufregende. Sowas kann ja eine Frau gut. Irgendeine Hammerserklärung für das, was sich hier zugetragen hat. Und ich werde inzwischen versuchen, diesem üblen Kerl da sein überflüssiges Leben zu retten. Ein Galgen. Geradezu prophetisch, die Zeichnung. Na, dann wollen wir uns mal das Blut dieses Herrn genauer betrachten. Jim, hast du Angst vor Blut? Nein. Na schön, dann halt mal die Schüssel. Und machen wir erstmal einen Aderlass. Das wär's. Das wird ihn erstmal beruhigen und wir haben auch Ruhe vor ihm. Er soll gar kein Kapitän sein. Und heißen tut er Bill Bones. Von wem hast du das? Von dem, der da weggelaufen ist? Schwarzer Hund hat er sich genannt. Oh. Wo ist der schwarze Hund? Hier gibt's keine schwarzen Hunde. Ihr habt uns auf den Deckel bekommen. Einen Schlaganfall hat euch erwischt. Wie ich euch angekündigt habe. Ja, so war das. Ihr wart schon mit einem Fuß in der Grube. Und ich habe euch noch gerade so bei den Haaren erwischt und wieder rausgezogen. Und glaub mir, sehr gegen meinen Willen, Mr. Bones. Aber ich bin nun mal Arzt und muss mich auch mit alten Halunken abgeben. Und als Arzt muss ich euch jetzt noch sagen, ein Glas Rum wird euch nicht umbringen, aber mit einem habt ihr ja nicht genug. Ich verwette meine Perücke. Wenn ihr mit einem anfangt, gebt ihr nicht eher Ruhe, bis ihr die ganze Flasche leer habt. So. Jetzt rappelt euch hoch. Wir helfen euch rauf in euer Bett. Nicht verwunderlich. Eiskalte Füße. Jim, er bekommt eine Wärmflasche. Albernheiten, Quacksalbereien. Ja, ich weiß, dass ihr euch nichts aus Wasser macht. Eine Wärmflasche mit Rum würde euch besser gefallen. So, Jim, ich gehe jetzt rüber zu deinem Vater. Und du bleibst hier und kümmerst dich um den da. Und ihr, Mr. Bones, oder wie ihr auch immer heißen mögt, ihr wisst jetzt, was ihr wissen müsst. Schon das Wort Rum, schon das Wort ist für euch der Tod.
Jim, du bist der Einzige, der hier was taugt. Der Einzige. In der rechten Tasche in meiner Hose ist mein Tabakbeutel. Nimm ihn raus. Und nimm dir deine 4 Penny. Hol sie dir raus. Sir, wir haben doch heute noch gar nicht den ersten. Der schwarze Hund ist nur ein Vorbote gewesen. Der Einbeinige steckt dahinter. Der Einbeinige. Auf den musst du aufpassen. Wenn der hier irgendwo aufkreuzt, auf meine Kiste, hat er es abgesehen. Und dieser jämmerliche Doktor steckt mit dem unter einer Decke. Die machen halbhart. Der hat mir zu viel Blut abgezapft. Dieser Blutsauger, ja, er fieberte und war nicht ganz bei Sinnen. Aber ich kann nicht leugnen, dass der Einbeinige auch mir langsam unheimlich wurde. Es war am nächsten Tag um die Mittagszeit. Ich trieb mich am Ufer herum und suchte Schlickwürmer als Köder für meine Angel. In meinem Eifer, dem einbeinigen Phantom des Captains auf die Spur zu kommen, war ich hinter unserem biederen Leuchtturmwärter Ned Beaver hergerannt, der genauso wie ich hier seine Angelköder suchte. Er hatte im Dienste seiner Majestät sein rechtes Bein verloren. Dem einbeinigen Schreckgespenst des Kapitäns hingegen fehlte die Backbordseite. Die linke also, was ich in meiner Aufregung nicht bedacht hatte. Soll ich euch nicht ein bisschen Suppe geben? Jim, die sind da. Die Schweine sind da. Die ganze Mannschaft am Halten flint. Ich kann dich nicht rühren, das wissen die. Auf meine Kiste haben die es abgesehen. Ich war Steuermann bei Flint. Jim, die kommen und bringen mir den schwarzen Fleck. Hilf mir, mein Junge, hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Reite wie ein Blitz zu diesem Jammerlappen von Doktor. Sag ihm, er soll die Küstenwache alarmieren. Da kann er die ganze Bande schnappen mit einem Schlag. Mit einem Schlag. Ich weiß, wo die Stelle ist. Du kriegst die Hälfte. Deswegen sind sie hinter mir. Wegen Flint. Wegen seinem Zaster. Hast du alles kapiert, Jim? Wir teilen. Ist genug da für uns beide. Da auf der Kiste. Sorg da wieder auf der Kiste. Einbeinig. Was ich getan hätte, wenn alles anders ausgelaufen wäre, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte ich meinem Vater alles erzählt und er hätte eingegriffen. Aber nun war ein Mensch im Begriff, die Erde zu verlassen und für den nächsten Platz zu machen. Doch nicht der Kapitän, nein, mein Vater hatte gehen müssen. Der Kummer, die Besuche der Nachbarn, die Vorbereitungen für das Begräbnis, dazu die Arbeit im Gasthaus, das natürlich weitergeführt werden musste, alles das beschäftigte mich so sehr, dass ich kaum Zeit hatte, an den Kapitän zu denken, geschweige denn an seine wirren Redereien. Es war am Mittwoch darauf.
Ich hatte eine Fuhre Torf zum Gutshof gebracht und war infolge eines Deichselbruchs erst sehr spät, weit nach Mitternacht, zurückgekommen. Gibt's hier eine mitleidige Seele, die einem armen Menschen helfen kann, der sein Augenlicht verloren hat? Sein kostbarstes Gut im Dienste für sein Vaterland? Gott segne unseren König George. Einer, der ihm sagt, wo er sich in diesem Augenblick befindet? Ihr seid im Black Hill Cove und steht vor dem Admiral Benbow. Ich höre eine junge Stimme. Willst du mir nicht deine Hand geben, mein lieber junger Freund, und mich ins Haus führen? Und jetzt, mein Bursche, bringst du mich zum Kapitän. Nein, das tue ich nicht, Sir. Ich denke gar nicht dran. Ach so, du willst nicht. Na, vielleicht überlegst du dir es nochmal. Ich traue mich nicht. Der gibt mir eins über den Schädel. Los, jetzt geht's zum Käpt'n. Und keine Geschichten. Lasst mich doch zufrieden. Meinetwegen. Na los, kommt. Ich meinte, er wäre oben in seinem Bett, sodass ich noch etwas Zeit gewinnen könnte. Bleib nur sitzen, Bill, bleib nur. Ich kann zwar nicht sehen, aber desto besser höre ich. Ich höre schon, wenn einer nur mit dem Finger wackelt. Pass auf, Bill. Kommen wir gleich zum Geschäft. Streck deine rechte Hand aus. Komm, mein Junge, nimm seine rechte Hand und bring sie an meine linke. Miss. Naja, bis dahin haben wir ja noch Zeit. Noch ein paar Stunden, noch ein paar Stunden. Na schön, das schaffen wir, das schaffen wir. Die legen wir rein. Lass mich! Vier Stunden. Ah! Mutter! Aber Eile war nicht mehr nötig. Ein jäher Schlaganfall hatte ihn getroffen und auf der Stelle getötet. Der Kerl ist doch wieder mal betrunken. Der nimmt sich den Rum von allein und fragt nicht mal. Dabei hat er, seitdem er hier ist, für Kost und Logis noch keinen Penny bezahlt. Nicht einen. Naja, außer den 3 Goldstücken gleich am Anfang. Die hat er längst aufgefressen. Aber auch Dr. Livesey schafft ihn mir nicht vom Hals. Der verspricht's nur. Mutter, er ist tot. Ach, red doch nicht. Sinnlos betrunken ist der. Wäre ja nicht das erste Mal. Jim, was ist los? Mutter, da war einer. Ein Blinder. Sie haben ihm 4 Stunden Zeit gelassen. Das ist der schwarze Fleck. Das Ding, vor dem er so Angst gehabt hat. Was für ein Fleck? Naja, der schwarze... Das ist so eine Art Vorladung. Also weißt du, Jim, wenn man dich so reden hört,
Ich erzähl's nur so, wie ich's von ihm gehört habe. Ich bin ja auch nicht drauf schlau geworden. Auf seine Seekiste sollen sie's abgesehen haben. Die ganze Bande vom alten Flint. Das ist nicht von mir, das hat er gesagt. Auf den alten Kasten oben? Ja. Wer ist Flint? Ich weiß nicht, er war Steuermann bei ihm. Man kann mit diesem Flint nicht viel los gewesen sein. Komm, wir sehen uns die Kiste mal an. Fest zu. Zwei Uhr. Wie lange hat er Zeit gehabt? Vier Stunden. Mutter, die sind hinter was her, was da drin ist. Und das ist nicht nur der Blinde, das ist ein ganzer Haufen. Den Blinden haben sie nur vorgeschickt, genauso wie vorher den schwarzen Hund. Jim, wenn er vier Stunden Zeit gehabt hat, dann haben wir auch vier Stunden Zeit. Komm, wir machen erstmal die Fensterläden zu. Jetzt müssen wir dem da den Schlüssel für die Kiste abnehmen. Naja, ohne Schlüssel kommen wir nicht weiter. Seinen Tabaksbeutel, ein paar kleine Geldstücke, einen Fingerhut, etwas Zwirn und einige große Nadeln, ein Stück Kautabak, sein Messer mit der krummen Klinge, ein Taschenkompass und eine Zunderbüchse. Das war alles, was ich fand. Den Hals vielleicht? Blinde. Gib mir den Schlüssel. Komm. Stinkt nach Tabak und Teer. Wahrscheinlich nie gelüftet worden. Noch nie getragen, aber rumgelaufen ist immer wie eine Vogelscheuche. Oh. Ist schwer.
Silber, bestimmt. Ich habe seither oft darüber nachgedacht, weshalb er wohl diese Muscheln auf seinem nichtswürdigen und gehetzten Wanderleben mitgeschleppt haben mochte. Jim, wir werden dieser Bande zeigen, dass es noch ehrliche Leute gibt. Ich nehme, was er uns schuldig ist, und nicht einen Penny mehr. Es war ein schwieriges Geschäft für sie, denn die Goldstücke waren von unterschiedlichem Wert und stammten aus aller Herren Länder. Dublonen und Louisdors und Guineen und 8 Realenstücke und ich weiß nicht was sonst noch und alles durcheinander. Am wenigsten gab es Guineen und die waren der einzige Münzfuß, in dem meine Mutter zu rechnen verstand. Was du nicht alles hörst. Das war unten im Kamin. Die ausgebrannte Kohle rutschte ihm aus nach. Nein, das war draußen. Da hat jemand gepfiffen. Ach, bring mich doch nicht immer raus. Mutter, nimm einfach das ganze Zeug und lass uns gehen. Nicht einen Penny mehr, als uns zukommen, Jim Hawkins. Dann sei einfach zufrieden mit dem, was du schon abgezählt hast. Nein, auch nicht einen Penny weniger. Und wenn du jetzt nicht endlich den Mund hältst, dann wären wir nie damit fertig. Mutter, die verriegelte Tür hat den blinden Kerl misstrauisch gemacht. Der ist jetzt losgegangen und holt die anderen. Dann haben wir die ganze Bande auf dem Hals. Wir müssen machen, dass wir hier wegkommen. Jetzt warte ich, bis du endlich still bist. Ich verstehe nur eins nicht. Wie kann jemand nur so ehrlich sein, gleich ausgeht, versessen wie du? Du verstehst manches nicht, Jim Hawkins. Und wenn ich jetzt anfangen würde, dir das alles erklären, dann wären wir morgen früh noch nicht fertig damit. Da hör doch. Dabei habe ich noch lange sind sie abgezählt. Los. Schnell. Was? Rührt sich nichts. Wir gehen jetzt erst zum Schuppen rüber, dann die Mauer entlang zum Dorf runter. Ist gut. Na komm. Vielleicht ist es Tom Purcell. Der hat gestern Abend Aalschnüre ausgelegt. Vielleicht will er sie reinholen, bevor es hell wird. Wir laufen den genau in die Arme, komm. Was ist denn? Jimmy, hier, nimm das Geld und lauf weg. Mir ist ganz schwach. Mutter, Mutter, mein Gott, erst bist du tollkühn, dass man verrückt werden könnte und jetzt? Wir müssen weiter. Mutter, Mutter. Hör auf, mich zu rütteln. Hey, Pew! Das blinde Schwein lässt sich Zeit. So,
jetzt hätten wir es gleich. Noch so an die 400 Schritte, dann geht der Weg nach Backbord. Genau da im Knick liegt die schäbige Schnapsbude, die er sich als Versteck ausgesucht hat. Unser neunmal schlauer Bill. Und was fangen wir mit dem Jungen an und mit dem Weibsbild? Ach, hol dich der Teufel. Meine dämliche Fragerei hängt mir zum Hals raus. Los, macht, dass er weiterkommt. Und rammt euch noch mal fest in eure dicken, vernagelten Schädel die paar Goldstücke, die ihr in seiner Kiste findet. Die könnt ihr ihm ruhig lassen. Immer nobel zu einem alten Bordkameraden, wenn es nicht drauf ankommt. Was wir ihm aber nicht lassen können, das ist die Karte vom Flint. Das ist das Ding, das er in Wachstuch eingewickelt hat. Gar nicht zu übersehen. Alles andere steht in freiem Belieben. Nur auf das Wachstuchpaket kommt's an. Und jetzt weiter. Ihr könnt schon eure Fiedeln stimmen, damit ihr dann gleich anfangen könnt, ihm eins aufzuspielen. Salunken. Unverschämte Bande. So was wagt es unseren Admiral Benbow. Wart mal hier. Jimmy. Jim. Los, schlag die Tür ein. Aber der Fluchtweg durch die rückwärtige Tür war mir verwehrt. Hey, Pew! Hier hinten ist dicht! Bleib da hinten und pass auf, dass uns nicht durch die Lappen geht! Die einen befanden sich an der Vorderfront des Hauses. Und hierher zur Hintertür hatten sie einen Posten geschickt. Ich saß in der Falle. Sag sie ein, verdammt nochmal. Nimm den Bottich da. Du musst in der richtigen Richtung drehen, du Idiot. Ja. Na, eingerostet kann das Ding ja inzwischen nicht sein. Ja, was ist? Habt ihr Angst? Wovor? Sie war gar nicht zu, sie ist offen. Na, wenn sie offen ist, dann geht doch rein, ihr lahmen Enten. Ach, wenn ich doch sehen könnte. Na, mach schon! Los. Na, was ist denn jetzt schon wieder los? Na klar doch. Unser guter alter Bill. Und stinkt wie immer nach Rum, der Kerl. Aber er hat nichts mehr davon. Ihr habt ihn also? Klar haben wir ihn, aber er ist tot. Was quatschst du da? Bill ist tot? Sieht sogar so aus, als wäre er von ganz allein krepiert. Nirgendwo eine Wunde, kein Loch im Fell, nichts. Na los, was steht hier rum? Sucht seine Seekiste, ihr faulen Hunde! Die ist bestimmt oben in seiner Stube. Geh doch nach oben. Lass dich doch frei. Such du doch da mal. Jo, da waren schon welche an seiner Kiste. Ist die Karte da? Liegt aber ein Haufen Geld auf dem Boden rum. Hol der Henker das Geld. Ob Flints Karte da ist, will ich wissen. Nee, hier oben ist sie nicht. Und die Taschen von Bill, habt ihr die durchsucht? Die haben wir ja schon vorhin untersucht. Unser guter Bill ist auch schon gründlich überholt worden. Wir sind zu spät dran. Das waren die Leute hier aus dem Gasthaus. Dieser junge Bursche, dieser Satansbraten. Wir müssen die beiden finden. Die müssen noch hier im Haus stecken. Die können nicht weit sein. Wir haben ihre Kerze hier stehen lassen. Sie brennt sogar noch. Dreht die ganze Bude um, von oben bis unten. Los, fang oben an. Ich werde den Beine machen. Ich höre was. Da. Da. Ganz in meiner Nähe. Seid mal still da oben! Was gibt's denn? Irgend so ein Vieh drückt sich hier rum. Eine Katze. Ich sag euch, der alte Flint, der hat recht gehabt. Katze an Bord. Glück geht fort. Hey, Ben! Komm runter! Und hilf mir, das Biest fangen, damit ich ihm den Hals umdrehen kann. Vielleicht haben wir dann mehr Glück. Mehr Glück.
Wie es Flint damals erwischt hat, war auch keine Katze an Bord. Und was ist mit Bill? Da unten in der Schankstube liegt er. Jawohl. In der Kneipe mit Katze hat sie ihn erwischt. Das ist Dirk. Das ist Dirk. Er hat dreimal gepfiffen. Das Signal. Wir müssen abhauen. Bleib stehen. Du kennst doch Dirk. Er hat immer die Hosen voll. Wenn dem ein Karnickel über den Weg läuft, glaubt er, es wäre eine gefechtsklare Fregatte mit 30 Zehnfündern bestückt. Jetzt wird erst das Haus gründlich durchgekämmt. Die Frau und der Junge können nicht weit weg sein. Glaubt mir. Schafft die beiden her und wir haben Flints Karte. Was haben wir von Flints Karte, wenn uns die Küstenwache beim Wickel kriegt? Dann baumeln wir. Piu, wir haben doch die Dublonen. Tausende könnt ihr haben, wenn ihr die Karte findet. Reich wie die Könige könnt ihr werden. Aber suchen müsst ihr suchen. Verplempert nicht eure Zeit. Ach, mit deiner Brüllerei kommen wir auch nicht weiter. Und du, Ben? Du bist genauso ein feiger Hund wie die anderen. Vor Bill bist du weggerannt wie eine Ratte. Niemand hat gewagt, ihn den schwarzen Fleck zu bringen. Weder du noch sonst jemand. An wem ist es hängen geblieben? An mir, mir. Einem Krüppel. Ich musste zu ihm gehen. Ach, mach doch, was du willst. Kommt, Jungs, abhauen! Du bist, Ben. Das hast du schlau gemacht. Jetzt sind wir die anderen los. Jetzt sind nur noch wir zwei übrig. Die Küstenwache ist erstmal hinter den anderen her. Und wir haben Zeit, erstmal Luft zu holen. Du hast bestimmt Flints Karte gefunden. Du hast Bills Taschen durchsucht. Du hast sie. Aber jetzt kannst du nichts damit anfangen. Und dazu brauchst du mich, Kamerad. Und du bist viel zu schlau, um das nicht zu kapieren. Glaub mir, Junge. So ein Leben als Landstreicher ist kein Vergnügen. Um sein tägliches bisschen rumzubetteln. Wir brauchen nur so viel Mut wie ein Mehlwurm. Und wir fahren in einer goldenen Kutsche. Komm, 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 Ben. Hilf mir aufstehen, hilf mir hoch. Na los. Komm schon. Ben. Ben. Ben! Ben! Dirk! Charlie! Ben! Dirk! Ihr könnt mich doch nicht einfach im Stich lassen! Charlie! Ben! Dirk! Dirk! Das könnt ihr doch euren blinden Kameraden nicht antun. Ben! Johnny! Ben! Johnny! Johnny! Ben! Dirk! Johnny! Ben! Dem ist nicht mehr zu helfen. Alles in Ordnung mit dir, Jim Hawkins? Alles in Ordnung, Mr. Dance. Ich muss mich beeilen. Meine Mutter steckt noch unter der Brücke. Ich habe sie dagelassen, weil ich dachte... Mach dir um deine Mutter keine Gedanken. Die ist längst im Dorf. Die hat uns ja alarmiert. Raleigh, gebt Hawkins mal euer Pferd. Er kann mit uns zur Kids Hole-Bucht kommen. Tom Pursler hat einen fremden Logger gesehen. Den wollen wir uns mal anschauen. Ihr bleibt hier und passt auf, dass die Füchse nicht an den da gehen. Also, weiter jetzt. Aufsitzen!
runter? Da hinten durch die Schlucht, Mr. Dance. Das ist Ned Beaver, der schießt Robben. Wir hätten noch bei Goldwater runter können, aber das wäre ein großer Umweg gewesen. Na schön. Große Eile zeigte keiner von ihnen, denn die Besoldung seiner Majestät Zollreiter war gering und wirkte nicht sonderlich anspornend auf ihren Eifer und ihre Entschlossenheit, die Entflohenen einzufangen, sodass diese im Ungewissen verschwanden, aus dem sie gekommen waren. Dr. Livesey sind da. Sie haben mir befohlen, die beiden wegzuschaffen. Ist gut, Rally, in Ordnung. Wiedersehen, Sir. Das werde ich machen, dass ich die endlich loswerde. Also, dann ab. Ich komme mir vor wie ein Fisch auf dem Trocknen. Die einen sind uns durch die Lappen gegangen, die anderen sind stumm. Mal sehen, wie es Trelawney schluckt. Zusammen mit dem Doktor war Mr. Trelawney gekommen, der Gutsherr unserer Gegend und zugleich ihr Friedensrichter. Ah, da seid ihr ja endlich, Dance. Und unser Freund Jim. Also legt los, was war mit dem Locker? Nichts zu machen gewesen, Sir. Ich konnte nichts weiter tun, als einen Mann nach Bristol schicken und die Küstenwache alarmieren. Das war alles. Weiter ist nichts zu berichten. Na schön, danke, Dance. Wir haben uns inzwischen hier im Haus umgesehen. Eine ziemliche Verwüstung haben die Kerle angerichtet. Äußerst seltsam, das alles. Um die Uhr ist ja nicht weiter schade, das Ding ist sowieso nie richtig gegangen. Naja, die haben bestimmt hier irgendwas gesucht, aber was? Könnt ihr euch einen Vers drauf machen? Ich? Nicht im geringsten, Sir. Jim, deine Mutter habe ich erstmal im Gutshaus untergebracht, um den Anblick hier zu ersparen. Sie hat uns erzählt, dass in seiner Stube eine ganze Menge Geld rumliegt. Nur sie wäre zu kurz gekommen. Na, Geld ist keins mehr da. Ich war fest entschlossen, mir mein Geheimnis um keinen Preis entreißen zu lassen und von dem Päckchen, das ich auf der Brust trug, nichts zu erzählen. Was haltet ihr davon, Doktor? Sie haben das Geld mitgenommen, natürlich. Aber Sie haben etwas Bestimmtes gesucht, hm? Das ist sonnenklar. Aber was? Jim, du hast deiner Mutter den Namen eines Kapitäns genannt, bei dem dieser Bill Bones Steuermann gewesen sein soll. Aber du wärst leider ein bisschen verworren gewesen, sodass sie für nichts garantieren wolle. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du ihr irgendwas von einem schwarzen Punkt erzählt? Nein. Es heißt schwarzer Fleck. Ich habe ihr genau das erzählt, was ich von ihm gehört habe. Und wenn das verworren klingt, kann nur ich nichts dafür. Und der Name dieses Kapitäns, war der Flint? Was, Flint? Kapitän Flint? Ja, genau, das hat er gesagt. Captain Joshua Flint? Denk mal nach. Ich weiß nur Flint, Sir. Der Name sagt euch wohl etwas. Und ob der mir was sagt? Das war der blutrünstigste und grausamste aller Piraten, die je die Meere unsicher gemacht haben. Im Vergleich zu ihm war der berüchtigte Blackbird geradezu ein harmloses Kind. Die Spanier hatten die Hosen so gestrichen voll vor diesem Kerl, dass ich im Grunde beinahe stolz darauf bin, dass er Engländer war. Eines Tages etwa, 30 Meilen vor Trinidad, da tauchten am Horizont die Topsegel seiner Walross auf, so war ich hier stehe. Aber unser Kapitän, ein Feigling, Sohn eines Rumpfasses, ließ alle Lappen setzen und wir verkrochen uns unter die Kanonen von Port of Spain. Wie ein Kind unter die Schürze seiner Mutter. Oh, ich glaube, wir haben Mr. Dance lange genug aufgehalten. Er möchte sicher gehen. Dance, seid so freundlich und reitet bei mir zu Hause vorbei und sagt Mrs. Hawkins, dass es ihrem Jungen glänzend geht. Nicht wahr, Jim? Und natürlich, wenn ihr Durst habt, in der Küche steht immer ein Glas Bier für euch bereit. Ich werde es ausrichten und besten Dank, Sir. Auf Wiedersehen, die Herren. Auf Wiedersehen, Dance. Was gibt's, Doktor? Ich merke doch, ihr habt irgendwas im Sinn. Dieser Joshua Flint, dessen Topsegel ihr mal gesehen habt vor Trinidad, hatte der Mann Geld? Ob der Geld hatte? Aber klar doch. Oder meint ihr, dass diese Halunken ihren Hals für einen Fliegendreck riskieren? Warum diese Frage? Nehmen wir mal an, es existiert irgendein Hinweis, der uns die Möglichkeit gibt, herauszukriegen, wo dieser Flint sein Gold versteckt hat. Ja, glaubt ihr denn, dass es sich lohnen würde, diesen Schatz zu suchen? Das will ich meinen. Wenn ich wüsste, wo ich das suchen hätte.
ging ich nach Bristol und ließ auf der Stelle ein Schiff ausrüsten. Selbst wenn ich alles, was ich besitze, verkaufen müsste. Meine Äcker, alles. Gut, gut, mein Freund. Und ich darf wohl annehmen, dass ihr demjenigen, der euch einen brauchbaren Hinweis liefert, einen angemessenen Anteil zukommen lassen würdet. Das versteht sich doch, Livesey. Worauf wollt ihr hinaus? Jim Hawkins, komm doch mal her. Ich möchte doch annehmen, du bist dir über zwei Dinge im Klaren. Erstens, dass in diesem Raum keiner die Absicht hat, dich zu betrügen. Und zweitens, dass du nicht die Mittel besitzt, um ein Schiff ausrüsten zu lassen und alleine auf Schatzsuche zu gehen. Aber es gibt auch noch einen dritten Punkt, und das ist vielleicht der wichtigste. Ich seh's dir an der Nasenspitze an, Jim. Dass du etwas aufgeschnappt hast, entweder von den Kerlen oder von Bill Bones, wo dieser Flint sein Gold versteckt hat. Ich warne dich, Jim. Es gibt viele Wirrköpfe auf dieser Erde, die beeinflusst von wilden Redereien und Hirngespinsten irgendwelchen Trugbildern nachrennen. Vorsicht, Jim. Am Ende sind fast alle bitter enttäuscht worden. Verkommen und verdorben. Ach, Sir. Das hat euch doch nur meine Mutter eingeredet, dass ich ein Wirrkopf bin. Aber wenn ihr den Blinden gehört hättet, in einer goldenen Kutsche wäre der gefahren. In einer goldenen Kutsche? Nein, Sir, das sind keine Trugbilder. Ich weiß, was die gesucht haben. Hier, hier habe ich's drin. Ich war schneller als die und hab's ihn vor der Nase weggeschnappt. Da. Da ist sie drin. Flints Karte. Hinter der waren sie her. Nun entschließt euch schon, Doktor. Immer mit der Ruhe. Erst müssen wir unseren jungen Freund fragen, ob er einverstanden ist. Sir, na klar. Na, dann wollen wir mal. Machen wir es auf. Geh, mach die Tür zu, mein Junge. Jim, es sind ja deine Rätsel, an denen wir hier zu knabbern haben. Ich denke, wir nehmen uns zuerst mal das Buch vor. Was meinst du? Ja, Sir, vielleicht steht da was Wichtiges drin. Gar nicht so übel, seine Schrift. Auf der Höhe von Palm Key hat es gekriegt. Wahrscheinlich ein Messer zwischen die Rippen. Möglich. 24. März, November 44, Caracas. Ah, Trinidad, da haben wir es. Jamaika, 150 Pfund. Das geht über 20 Jahre. Das ist das Kontobuch von diesem Burschen. Schaut, die Kreuze vor den Städte- und Schiffsnamen bedeuten, dass die Städte geplündert worden sind und die Schiffe versenkt wurden. Seht mal da, bei Caracas, da haben sie ein Schiff geentert. Nein, eins, zwei, drei Kreuze. Da haben sie drei Schiffe geentert. Gott sei den armen Seelen gnädig. Ein großer Tag für die Haifische dabei von Caracas. Und je höher er im Range steigt, desto höher werden die Summen. Ihr habt recht. Und das? Das ist zum Umrechnen von französischem, englischem und spanischem Geld. Ein umsichtiger Mann, dein Bill Bones, hm? Der ließ sich nicht übers Ohr hauen. Ich sage euch, Sir, das da ist das Wichtigste. Das müssen wir aufmachen. Da steckt sie drin, Flints Karte. Immer hübsch der Reihe nach. Eins nach dem anderen. Bring mir erstmal eine Flasche her. Nun mach doch schon endlich. Eure Geduld möchte ich haben, Doktor. Oh, gewiss, mein Freund. Ihr könntet sie gut brauchen. Donnerwetter! Nun mach doch schon. Hm.
Es war tatsächlich Flints Karte. Mit Breiten- und Längengrad, Ankertiefen, Buchten, Einfahrten, kurz mit allen Hinweisen, um ein Schiff sicher vor Anker zu bringen. Vor allem aber sahen wir zwei mit roter Tinte eingezeichnete Kreuze, eins im Norden und eins im Südwesten. Neben diesem Kreuz stand, mit der gleichen roten Tinte geschrieben und in einer gestochen sauberen Handschrift, Hauptteil des Schatzes hier. Bravo, Jim, das hast du großartig gemacht. Und hier hinten steht, großer Baum, Schulter des Fernrohrs anpeilen in 1-Nord aus Nord-Nord-Ost. Skelettbucht Ost-Süd-Ost zu Ost, 10 Fuß. Die Silberbarren sind im nördlichen Versteck. Es liegt am Fuß des Osthügels. 10 Faden südlich von der schwarzen Klippe mit dem Gesicht zum Meer. Die Waffen sind leicht im Sandhügel zu finden. Nordspitze der Einfahrt zur Bucht, Peilung Ost und ein Viertel Nord. J.F. Ah, Joshua Flint. Doktor, besorgt euch einen Vertreter für eure Praxis. Morgen früh fahre ich nach Bristol. Und in 3 Wochen, ach was, in 2 Wochen, in 8 Tagen, haben wir das beste Schiff und die beste Mannschaft von ganz England. Hawkins, du bist angeheuert als Kajütsjunge. Und ihr, Livesey, ihr kommt mit als Schiffsarzt. Und ich bin Admiral, selbstverständlich. Günstiger Wind, bestes Wetter, Flints Karte in der Tasche. Was brauchen wir mehr? Wir brauchen uns nur zu bücken, um reich zu werden. Und wenn wir wieder hier sind, machen wir Butterbrot werfen mit Goldstücken bis ans Ende unseres Lebens. Hier setzt eure Perücke auf und keine Widerrede. Aljop, Jim holt ein Pferd aus dem Stall. Deine Mutter wird dich anschauen wollen, ob auch wirklich alles ganz ist an dir. Ein Wort noch, Trelawney. Ich komme natürlich mit euch mit. Und ich wette, dass Jim auch nichts dagegen hat, dabei zu sein, aber bei dieser Sache gibt es einen, dem ich keine 3 Schritte über den Weg traue. Ich kann sogar nicht verschweigen, dass ich Angst vor ihm habe. Wer ist dieser dreckige, räudige Hund? Raus mit dem Namen, Sir! Ihr, Trelawney. Ja, Sir, spreche von euch. Ihr habt doch noch nie euren Mund halten können. Stellt euch mal vor, die Kerle, die hier eingedrungen sind, erfahren, dass wir im Besitz der Karte sind. Denen kommt es nicht darauf an, jemand den Hals abzuschneiden oder ein Messer zwischen die Rippen zu stoßen, wenn dabei was herausspringt. Und es springt was dabei heraus. Das habt ihr selbst gesagt. Livesey, vielleicht habt ihr gar nicht so unrecht. Aber ihr braucht euch keine Gedanken zu machen. Ich werde keinem Menschen etwas sagen. Und natürlich wird auch Hawkins darüber schweigen müssen, dass wir auf Schatzsuche gehen. Und was mich anbetrifft, so versichere ich euch, von diesem Augenblick an werde ich stumm sein wie ein Grab. Ihr wollt sagen, stumm wie die Glocken von Westminster an einem Ostersonntagmorgen. Auf jeden Fall, seid versichert, nehmen wir nur Leute mit, auf die wir uns absolut verlassen können. Joyce, Hunter, Redruth. Ich musste an den Captain denken. Dort lag noch das Zeug, das ich aus seinen Taschen gekramt hatte, als ich nach dem Schlüssel suchte. Bis hierher in unsere weltabgeschiedene Gegend war er vor seinen verwegenen Bordkameraden geflohen und doch hatten sie ihn in seinem Versteck aufgestöbert und zur Strecke gebracht. Ich hatte sie um den Erfolg geprellt. Ich muss gestehen, dass mir nicht ganz wohl in meiner Haut war. Am nächsten Morgen, es war Niedrigwasser, trieb ich mich unter den Klippen herum, um für die Küche des Friedensrichters einen Korb Muscheln zu holen. Ich wollte mich nach meinen Kräften für seine Hilfsbereitschaft meiner Mutter gegenüber dankbar erweisen. Nein, das war nicht Ned Beaver. Diesem Mann fehlte die Backbordseite, während unserem alten Leuchtturmwärter die Steuerbordseite abhanden gekommen war. Nach allem, was geschehen war, zweifelte ich nicht einen Augenblick daran, dass es der Einbeinige war, vor dem Bill Bones sich so gefürchtet hatte.
eine Spur, die sich landeinwärts zog. Das war alles, was ich von ihm vorfand. Thank you.